Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 3 mit mir, Logan 46. Jetzt sind wir hier stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Fluff ist gerade scheinbar am Schlafen gehen, weil der hat ja gestern, nee, gestern nicht. Letztes Mal hat er ja den Kaffeeschub gehabt. Stimmt. Dann haben wir ja die zweite Etage gebaut. Und mir wurde gesagt, das Haus sieht nicht gut aus. Und ich muss jetzt nochmal ganz kurz in den Baumodus gehen, denn mir wurde gesagt, ich habe keine Decke drin in den einzelnen Häusern. Was ich sagen muss, ist sogar wahr irgendwie, weil ich habe wirklich keine Decke drin, ihr seht ja, das liegen alle unter einem Dach, außer das Wohnzimmer, das hat ein Dach. Deswegen kopiere ich mir jetzt einfach das hier, einfach im Boden, hier nach oben, jetzt hier ein Dach, genauso wie hier, und das muss ich jetzt halt überall machen. So, auch in mein Zimmer. So, dann müssen wir ja nochmal hier hoch. Das brauchen wir auch noch. Eine Decke. So. Der Flur hat jetzt damit auch so gesehen eine Decke. Warte, hier ist ein Dach drauf, da ist ein Dach drauf. Und hier ist ein Dach. Okay, mir wurde gesagt, das Haus sieht nicht so schön aus, aber ich muss sagen, die Schönheit ist nicht von außen, es kommt von innen. Und ich werde das Haus irgendwann mal noch besser bauen. Ich finde, es geht. So scheiße sieht das gar nicht aus. Das ist sogar, glaube ich, der Boden, der hier draußen liegt. Kann das sein? Ne, das ist Teppich und das nicht. Okay. Sogar sehr mehr Simoleon bekommen, als ich, glaube ich, ausgegeben habe, oder? Keine Ahnung. So, gehen wir zurück zur Person, weil jetzt haben wir übrigens ein Dach drüber gehabt. Was wir ja vorher nicht hatten. Ich weiß zwar jetzt nicht, was das hier so unbedingt ausmacht. Sieht jetzt irgendwie eine dunkle aus in den Räumen, aber oh, das kommt mir einfach nur so vor. Okay, so, was macht Smile denn überhaupt gerade? Er sitzt Schach spielen. Wie geht's dir denn überhaupt, Smiley da hier? Den geht's ganz gut, der macht gerade ein bisschen Spaß. Ich glaube, der hat ja angefangen. Ja, er wollte hier einen Science-Fiction-Roman wollte er auch schreiben, unbedingt. Da, mit wem in Freundschaft schließen, mich und Flo freundschaftlich umarmen. Wie sieht's mit mir aus? Ich tue gerade noch ein bisschen Energie tanken, soll mich mit, River soll ich das heute gewinnen. Meine Schreibenfähigkeit soll ich verbessern und Gemälde vom Wert von 500 Simoleons verkaufen. Und Flo muss Energie tanken. Charisma lernen, jemanden kennenlernen, ersten Kuss erleben und joggen gehen. Das wollte er tun. Okay, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Denn Smile sammelt jetzt noch ein bisschen Logik. Der hat jetzt schon eine Level 3er Logik. Und ich guck mal ganz kurz. Ja, das war vor der Aufnahme dann. Ich schau mal ganz kurz, wie es aussieht. Schreiben. Ist ganz gut. Er muss ja morgen arbeiten. So, was haben wir denn hier? Ein Buch über Logik kaufen. Nein, danke. Ich bin ja der einzige Typ, der ein Bücherregal hat. Dadurch, dass Mai dann mit Schreiben anfängt, wird er natürlich dann auch eins haben. Und was jetzt Fluff jetzt macht, der braucht Charisma und Laune. Laune ist ja gerade nicht so gut. Charisma-Moral hauptsächlich. Er ist ja unser Politiker. Er möchte ja schließlich der Kanzler werden. Er sieht auch. Boah, das sieht richtig mies aus. Das sieht man hier noch an. Er träumt auch schon hier von seiner Politikerkarriere. Ach, wie cool. Ja, ich werde mich wählen. Oh ja. Es meist noch ein bisschen weiter in Logik. Ich denke ans Schreiben. Ja. Ja. Oh, ich habe einen leichten Kopfschmerzen gerade. Ist eher weniger toll. So, das legen wir zur Seite. Das brauche ich dann noch. Hoppala. Da habe ich das gerade verschoben. Okay. Zeitungsjunge ist dabei, das ist mal. Ja, das muss ja hier auch Zeitung schreiben. Okay, wenn Logo oder Fluff wach ist, aber ich denke mal, eher Logo wird zuerst aufwachen, glaube ich zumindest. Ja, 9 Uhr steht er auf. Und er steht 12 Uhr auf, ja, das ist wunderbar. Der tut hier derweile. Dann tut hier erstmal Smile mich umarmen. Und ja, ich werde mich dann mal versuchen, mal mit River auseinanderzusetzen. Mal gucken, wie es läuft. Ich werde schneller das jetzt ganz mal hier, damit wir ein bisschen schneller vorankommen.
Zu denen habe ich ja noch die Gitarrenfähigkeit, die ich ja noch mehr oder weniger hoch mache. Und die Malfähigkeit, ich kann ja mal nachgucken, wie das aussieht mit der Malfähigkeit. Die ist auf Stufe 7. Das hat meine Schreibfähigkeit bis jetzt so. Aber fehlt nicht mehr viel. Und Geschicklichkeit ist schon auf Stufe 6. Oha, selbst das hat schon die Schreibfähigkeit überholt. Gitarre ist auf 5. Schreiben 5, Kochen 5, Charisma auf 1. Immerhin etwas. So, immerhin ist jetzt die oft. Und immerhin, ich muss jetzt ganz kurz gucken, ob ich wirklich Dings ausgeschalten habe. Ja. Ja, okay. Selbstständigkeitslevel, sehr hoher Wille. Sehr hoher Wille. Freier Wille. So. Zwei Spiele dabei nebenbei noch ein bisschen Schach. Das ist jetzt unser Logikstratege. Während Fluff und ich ja eigentlich mehr wirklich so. Ja, ich glaube, Fluff, wenn Fluff seinen neuen PC hat, wird er auch richtig anfangen, richtig viel Videos zu produzieren und. Ich mache das ja schon die ganze Zeit. Trotz dass mir manchmal echt beschissen geht, setze ich mich hier durch und mache ein paar Videos. Also wir haben ja alle den gleichen Schreibtisch. Bloß ich finde es cool, dass es das auch mit den Stühlen identisch aussieht. Dass ich genau die richtigen habe. Einheitliche Farbe. Und es sieht irgendwie unbequem aus, ohne dass da ein Kissen drauf liegt. Aber anscheinend ist der Stuhl bequem. Von daher geht das ja. So, Smile muss langsam aufs Klo. Machen wir auch. Ich wollte ja noch. Ach, das muss entstopft werden. Ernsthaft? Okay, ich kann es anscheinend noch benutzen, obwohl es eigentlich entstopft werden muss. Es sieht auch nicht gerade gesund aus. Ah! Hä? Klo kann nicht benutzt werden, aber benutzt es. Logik. Ich liebe es. So, Essen halten wir wahrscheinlich noch aus. Den Stoffen mal, sonst läuft mir das Klo hier über. Sieht ja auch sehr interessant aus. Aber das ist ein geiles Thumbnail. Das ist Smile an Klo sauber machen. Und da ist ein bisschen was in sein Zimmer reingeflossen. Naja, mach mir dann lieber weg, bevor Schimmel aufkommt. Dusche ist immerhin sauber. Keine Interaktion möglich. Wir haben zwar Müll, aber bleiben aber. Die Treppe sehen? Nee, schade. Oh, den Mülleimer könnte man sehen. Ja, genau. Aber eigentlich. Ach nee, geht da gar nicht, weil da ist in der Wand. Ha! Logo der kreative Boy. Zack, und da hat er auch schon diese Geschicklichkeit bekommen. Ich glaube sogar, Smile ist einfach wirklich geschickter als ich, weil. Wenn ich mir so überlege, was ich alles mache und was er alles macht an Geschicklichkeit, ist das schon. Ja, er kann immerhin Gabelstapler fahren, also. Er kann es. Glaubt mir. Okay, Smile. Schreiben. Schundroman. Science-Fiction-Roman beginnen. Du tust jetzt ein bisschen arbeiten. Man muss ja dann überhaupt aufstehen. 8 Uhr. Ja, das sollte sich. Er muss ja ein bisschen später gehen. Ich muss ja ein bisschen durchhalten. Was hat er denn überhaupt für ein Buch mit? Der Quantumfaktor. Auch wir brauchen einen guten Titel für einen Roman. Ein Science-Fiction-Roman. Zum Beispiel Per Anhalter der Galaktis. Das ist ein sehr cooler Film. Den feiere ich übel, besonders den Roboter drin feiere ich übel. Dann nehmen wir Per Anhalter durch den Weltraum, wäre schon ein bisschen geklaut. Nehmen wir Trimpen durch. Nee, Trimpen durch den Weltraum. Okay, Trimpen durch den Weltraum. Daran schreibt jetzt mal. Wunderbar. Auf den Bach. Ich auf den Tisch befinde eine Ausverkaufsstadt. Oh, das Angebot läuft in 2 Tagen aus. Ha, haben wir eigentlich Post bekommen? Haben wir nicht, okay. So, wir werden Stadttheater, um die Gelegenheit abzuschließen. So, nein, du gehst jetzt nicht. Du gehst erstmal Treppe hinauf. So, zack. Denn wir räumen jetzt erstmal hier alles weg. Der ist immer noch heiß. Das wundert mich, dass er noch heiß ist. Hallo? Der wundert mich, dass es wirklich noch heiß ist, ey.
Stinkt auch schon. Wollen nichts Stinkendes. Wir wollen nichts Stinkendes. Wir wollen nichts Stinkendes. Jetzt kann ich die anderen nicht mehr beobachten. Das ist nicht so toll. Oh, wir sind schon bei Brunch. Brunch servieren. Machen wir Pfannkuchen. Das, was ich halt am besten kann. Muss ich langsam mal wieder eine Wissenschaftskarriere einschlagen? Nein, danke. Verzichte ich ehrlich gesagt drauf. Ein Buch im Wert von mindestens 30 Cent pro Woche schreiben. Aber das hier weg. Wer möchte denn schon Freunde kennenlernen? Jetzt haben wir zwei Freunde. Ach, das ist der Logo ist wach. Aber ich warte noch ein bisschen. Weil er schreibt ja gerade fleißig und Logo kocht ja gerade sowieso. Und ich müsse. Stinke ich? Oder was war das gerade für eine Fahne da? Und eigentlich müsste ich ja das Theater besuchen. Natürlich, der Ausblick sieht voll cool aus hier. Wir sind auch sehr nah an der Stadt. Oder ins Krankenhaus. Also falls unsere. Jetzt mir irgendwann mal. Das sieht sehr interessant aus mit diesem. Mit dieser Garagehalle da. Okay. Sieht mir einfach aus wie so ein normales Dach, einfach dahingesetzt. Komisches Haus. Oh, es hat eine Schaukel. Wir können die Schaukel eigentlich auch benutzen, glaube ich. Unsere Kochenfähigkeit ist gleich schon wieder hoch. Ich glaube, uns wird es erstmal nicht mehr so schnell was anbrennen. Und wir sehen auch, Hugo hat Hunger. Der muss nochmal anfangen, hier was zu machen. Flusskaffee steht noch bereit hier. Ich glaube, der ist nicht mal warm. Oder? Cappuccino, Erdbeer, Karamell. War das nicht letztens grüner Tee? Das ist Erdbeer, Karamell. Was schreibt denn eigentlich so? Was mache ich? Schreibt erstmal. Du schläfst denn noch bis 12? Kochen verbessert. Wunderschön. Oh, jetzt müssen wir so abrupt räumen. Smile! Es gibt Essen! Genau so werde ich rufen und nicht anders. Aber wir können ja schon mal essen. Nee. So, ich bin glaube ich dran mit Abwaschen. Ich freue mich, ja. Warum? Weil es mein Lieblingsessen gibt. Und ich schlage auch jetzt sofort zu. Ja, hier mal gucken. 20.000 habe ich, Alter. Uiuiui. Video. Er hat auch schon 2000. Erstmal soll er nicht verhungern. Weißt du was? Ach, man kann das nur wirklich so. Ich tue erstmal den Herz säubern. Wie ich gleich schon wieder wohin möchte. Ach so, wegen den drei Büchern da. Sender Liebe 39, 9, 212. Ich müsste eigentlich auch mal wieder ein neues Buch schreiben. Ich glaube, damit fange ich dann auch erstmal an. Warte. Fluff wach. So wie man das instant hört, dass Fluff wach ist. Ja, wenn Fluff ja wach. Ach Gott. Nein. Ach, Smile räumt schon auf. Ja, wenn das so ist, ne, dann kann ich heruntergehen. Und nicht Computer spielen wollte ich jetzt eher weniger. Sonst eher erstmal duschen. Ja, ich komme gerade. Entschuldigung. Bitte schön. Fluff kann dann erstmal essen. Was macht jetzt Smile? Smile müsste eigentlich schlafen gehen. Scheiß mir gerade ein bisschen drauf. Der schreibt erstmal sein. Schreibt jetzt sein Buch weiter. Ich weiß gar nicht, ob Fluff schon joggen kann. Fluff hat ja hier immer noch seinen Kaffee. Ich kann mir das wirklich so gut vorstellen, dass wenn Fluff Kaffee trinkt, einfach wirklich richtig hart aufgedreht ist. Ich kann mir so gut vorstellen. Fluff hat auch Hunger und muss auch duschen gehen. So, jetzt kommt die Schwierigkeit von drei Leuten. Ich muss jetzt drei Leute beschäftigen. So, immer wieder. Und jetzt habe ich ja die Decke. Jetzt sehe ich nicht, wie weit die jeweiligen sind. Darum wollte ich gerne Decken haben. Aber alles eine Schutzmaßnahme. Wir machen das Gemälde erstmal weiter. Ach, Fluff. Fluff kann erstmal aufräumen. Dann, wenn Fluff fertig aufgeräumt hat, geht er duschen. Und ich hoffe, dass Mai jetzt nicht irgendwie noch auch selber noch duschen muss. Oh, 14 Dollar.
Schutzen Simoleon, nicht Dollar, Simoleons. Man schreibt ja gerade so fest. Ich hoffe, dass man nicht duschen muss oder nochmal aufs Klo muss, weil der hat irgendwie eine richtig schwache Blase. Hilfe. Ich pause hier mal ganz kurz. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was ich mir überhaupt holen kann, alles. Bis hier runter. Du bist unzufrieden mit dir selbst, dann wähle neue Merkmale um alles Nähes. Wenn du die besten köstlichen und organischsten Pflanzen züchten möchtest, musst du da werden. Selbst wenn du einen Freund eine Weile ignorierst, wird er nie bloß zu einem guten Bekannten. Echte Freundschaft ebenso schnell nicht erschüttern. Ah ja. Schneller lernen. Lernen auf deine Fähigkeiten schneller als der. Attraktiv. Urlaub. Nimm dir einfach frei bei der Arbeit. Wird eh keiner merken. Schmutzresistenz wäre nicht schlecht. Lebensmittel ändern. Nee. Homotherapie. Hin und wieder sollte man der Natur ein wenig nachhelfen. Auch eine Chance auf Zwillinge oder Trillinge sind höher. Ah, das will ich eher weniger. Niemals nervig. Sims hängen förmlich an deinen Lippen und wird mit ihnen nie langweilig. Die gleichen sozialen Interaktionen von dir zu sehen. Buchladenrabatt. Recht belohnt. Erhält beim Abschluss von Gelegenheiten bessere Löhne und höhere Boni. Multitalent. Wert ohne große Anstrengung besser in der Schule oder im Job. Alle Speisen gehen das Haus. Trinkgelder und Steuern inbegriffen. Sieh zu, wie dein Körper sich im Windeseile und ohne große Aufwand, wenn er eine neue. Kostenlos und erhalten, legendär. Alle werden zur Party kommen. Sie spielt jetzt aber sehen, die Party wird immer der Hammer. Plus Rache. Entferne doppelt so schnell Schmutz und Streit. Selber aus der. Entschlüssel die Merkmale der anderen doppelt so schnell. Das ist sehr interessant. Falscher. Ladenbesitzer wird es schon bei deinem bloßen Anblick flaue Marken. Die meisten bieten dir sofort Rabatt an, damit du schnell wieder verschwindest. Was haben wir denn noch so? Weiße Weste. Du kannst in Sachen Liebe noch einmal von vorne anfangen. Keine schlechte Ruhe und keine Gefühle mehr. Seid mehr hungrig. Dein Körper ist dermaßen. Öffentlich überweise die Zuneigung werden von den Sims in die Stadt nicht so schnell wie Teleportationsmatte. Kann man eigentlich alles lernen? Genial. Okay. Aber wir können auch filtern. Alle körperlichen Persönlichkeiten, Geld, Rabatte, Bedürfnisse und Stimmungen. Ach, das gibt es jetzt, dies drei. Okay, wir haben 20.000. Schmutzresistenz bringt, glaube ich, dass wir nie wieder duschen gehen müssen. Aber ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen langweilig. Deswegen nehmen wir. Das weit entfernte Freunde. Oder niemals. Ich nehme das niemals nervig. Und dann können wir nochmal mit Soziales. Können wir sogar das beides nehmen. Wir bringen uns alles Soziale bei, damit wir unsere Zahlen einfach besser sind. So, okay, seht ihr? Schon besser. Profi-Gamner. Es wäre doch cool, sich bei der Arbeit auszuruhen und fernzusehen, ohne dass der Boss irgendwie drauf, oder? War wäre schon cool. Wäre schon geil. Okay, wir machen ja jetzt hier weiter. Fluff kommt gerade runter und möchte gerne duschen gehen. Hab ich recht? Ja. Aber weißt du was, wenn du schon duschen gehst, kannst du gleich hier noch Toilette gehen. Dann lässt es Mai nochmal ganz schnell duschen und pinkeln, obwohl er erst pinkeln war. Was hast du für eine schwache Blase? Oh, die Fre Oh. Junge. Also, Real Life ist ja von Blasenstärke her anders. Das kann ich euch sagen. Das Mai hat einfach die heftigste Stahlblase, die ich jemals erlebt habe. Zumindest denke ich das. Ich stelle immer, wenn wir so reden, so, boah, fuck, man geht aufs Klo, ich muss auch mal, man geht her, man geht her. Das könnt ihr so richtig gut vorstellen. So, ich mal schön, Smile schreibt schön, Fluff duscht schön. Fluff sieht auch irgendwie creepy aus. Ich weiß nicht, was ich mit ihm gemacht habe. Diese Fluff. Ja, oh ja. Das ist wäre ein geiles Amt, ne. Diese manchmal so.
So, okay, damit du auch ein bisschen Spaß bekommst hier, bitte. Computerspiele spielen. Computerspiel. Smile, du musst ja nochmal abbrechen. Dann gehst du jetzt mal aufs Klo, du musst duschen. Ist dein PC kaputt? Und dann tust du weiterschreiben. Muss ich auch nochmal? Ja, dann gehe ich dann auch nochmal aufs Klo und dann Kühlschrank im Werfen. Nein! Muss ich mir einen Kühlschrank verdammt nochmal kaufen? Dann kann erstmal so Smile uns alle umarmen. Das er ja so gerne machen möchte. Warte, das ist nämlich auch weg. Smile macht schon wieder das Klo nicht kaputt. Ich hab's schon gesehen. Ja. Smile möchte gerne anscheinend das Klo kaputt machen. Der denkt sich so, oh, ja, wir machen das Klo kaputt, machen alle. So. Ja, genau so, nicht anders. Genau so redet er. Oh ja, das male du schön. Und ich male schön. Also ich weiß zwar jetzt nicht, was das darstellen soll, aber scheinbar ist es irgendwas Cooles. So, halt. Freundlich. Ich mich noch nicht weiter mehr. Ich möchte gerne sein Buch loben. So, Logo muss ja jetzt hier. Ach komm, das Mal kannst du kurz abbrechen. Zwei möchte sich gerne mit dir unterhalten. Ne? Jetzt nicht den Ziel aufgeben. Ach, die haben sich noch nicht so weit unterhalten. Schlechtes Buch drin. Über Computer reden, dann kennen sie sich weiter aus. Plaudern, tratschen. Fantastisches Buch loben. Da muss ich jetzt wirklich gleich schlafen legen. Aber ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt. Smile und ich reden über Computer. Eigentlich habe ich ja nicht mal die richtig gute Ahnung über Computer. Aber dadurch, dass ich einen Ta ganzen Tag vor dem Rätsel hier sitze, bin ich trotzdem ein Computerfreak. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht. So. Aus junges Fluffding. Ja, das freut uns. Wir tratschen gern. Wusstest du, dass Günter Grusel Unmengen von Geld besitzt? Das hätte ich nie gedacht. Smile, was weißt du denn bitte? Kann ich ihn jetzt freundschaftlich umarmen? Nö. Noch nicht. Das war's. So, dann legst du dich jetzt pennen. Du müde Sau. Du gehst nicht am PC. Du gehst nicht duschen. Du gehst aufs Klo. Und dann malst du weiter. Weil Smile möchte gerne Charisma eigentlich lernen. Weil du musst morgen auch wieder zeitig raus. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Waffen nicht weggeräumt oben. Yep. Wunderbar. Funktioniert immer noch. So, Fluff hat ja Spaß gesammelt. So, reden üben. Fluff möchte schon die ganze Zeit Charisma lernen, aber geht nicht, weil alle nur das Klo besitzen. Ich kaufe Fluff einfach einen Spiegel. Ja. Oh, er grüßt mich sogar. Hallo. Und ich kann dich zurückgrüßen. Warum? Richtig, weil ich beschäftigt bin. Studien haben ja bewiesen, dass Selbstreden gar nicht mal so schlimm ist, wie alle denken. Und das ist schön. So, ich werde dann auf jeden Fall noch bessere Betten kaufen, weil die Betten sind wirklich ekelhaft. Und irgendwas stinkt hier. Ich finde das Klo. Oh, was sind die Waffen noch? Oh, ich denke mal nicht, dass das hier runterkommt. Oh, das ist das Spiel. Oder? Das war Schrecken. Nee.
Wer weiß. Oh, Smile schläft. Intermediierung, ein guter Freund von Smile. Ja, das können wir machen. Siehst du, ich wollte River anrufen. Oh, jetzt bin ich fast fertig mit Malen. Also, wir malen jetzt erstmal noch Zender. Indy Pneja, okay. Oh, das ist ein Tetris-Gemälde. Unwettiges. Okay, wir rufen jetzt River an. Sim anrufen. Plaudern. Wo ist River? River. Cry me a river. Cry me a river. Vielleicht können wir sie nach Hause einladen. Ich würde sogar nicht wundern, wenn die einen Freund hat. Ein junger Mann, Bekannten, ist ein Hunde überwerten, der sich drauf versteht hier. Ja, ich baue hier noch ein bisschen. Fluff lernt dabei hier ein bisschen, hat er noch die Zeitung. Was hat eigentlich das Buch? Wie steht das Band? Ah, okay. Ich kann eigentlich mal wieder die Zeitung hier wegräumen. Ich lese eh keine Zeitung. Obwohl, müssten wir eigentlich dann bald mal anfangen? Oh, ich glaube, ich habe Hunger. Du schon mal? Nee. Aber bald. Ja, Joggen macht mir Spaß. Du sollst eigentlich auch bald schlafen gehen. Weil du musst morgen, glaube ich, auch früh raus. Ich guck mal ganz kurz, wie lange ich aufnehme. 32 Minuten, und da ich ein paar Minuten wegstellen muss. Also ich kriege jetzt bloß hin, einen Tag aufzunehmen. Könnt ihr mal sehen. Ein Tag ist schon was Besonderes. Ist auch schon wieder Abend. Könnt ihr mal sehen. Das ist einfach wirklich so. So, wir laden auf jeden Fall River ein. Guter Bekannter sind wir jetzt schon. Das reicht aber nicht. Gewinne von River als Freunde. Da, ich komme gleich mal rüber. Ach, nice. Okay. Da muss man noch ein paar Vorkommnisse machen. Wir müssen die Waffen wegräumen, weil die... Denn die stinken wahrscheinlich schon. Muss ja dann überhaupt bei Arbeit sein. 9 Uhr. Oh, da muss ja richtig rausstehen. Die Pfütze ist gerade eingezogen. Ach, das war die Pfütze. Ah, ja gut. Hat der Fluff jetzt nicht weiter gestört. Fluff muss halt bloß noch ein bisschen mehr Charisma lernen, weil ganz gut auf dem Stand ist er nicht. Er ist sogar gerade auf einen, ja, ich könnte es schaffen, aber noch nicht. Perfekt. Natürlich muss ich erst nach drin einladen. Oh, sie ist müde. Ist künstlich verlangt. Ah. Hi. Ich frage sie erstmal, ob sie Single ist. Dann möchte ich sie gerne mehr kennenlernen. Ah, sie ist so Single. Ist immer lustig. Ah, nee. Guck mal nach Tag. Ich glaube, sie arbeitet in der Musikkarriere. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass sie das tut. Wie hinten Fluff noch trainiert. Okay, Fluff hat jetzt Level 2 erreicht. Fahr ich mal ganz kurz ab, denn du gehst jetzt nochmal pinkeln. Und holt sie dann erstmal.
Müsli, Müsli. Immer wenn. Es erinnert mich an früher, wenn Fluff und ich Minecraft gespielt habe, wenn Fluff wütend geworden ist auf mich oder irgendwas anderes. Nur dieser Auftritt wird garantiert nicht als einer der besten in der Geschichte eingehen. Vor allem, weil der Gitarrenpart komplett gefehlt hat. Schade, dass die Orchester so sitzen lassen. Ach, cool, ich habe für Dings. Ah, ich habe die Gelegenheit versäumt. Ach, gut, weil ich bin nicht zum Orchester gegangen. Ah, nach Karrierefragen. Ist arbeitslos, okay. Ich bin ein totaler Fan von Pfannkuchen. Da muss ich schwärmen. Obwohl sie eigentlich künstlerisch angelegt ist. Ich nehme das von Musikschwärmen wieder weg. Im Kunstreden, ich dachte, da kommt leider nicht bei ihr ganz gut. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen loben, denn ich habe ja schließlich meine Fähigkeiten ein bisschen verbessert. Im besonderen Bereich von Sozialen. Liegt vielleicht jetzt nicht gerade irgendwie daran, dass ich Sozialassistent mache, aber. Na gut. Ach, guck mal, haben wir ein bisschen Charisma bekommen. Haben wir ein Kompliment. Schau mir noch ein bisschen. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben. Hat gut funktioniert. Haben wir ein Kompliment gerissen. Sie sieht eigentlich gar nicht mal so scheiße aus. Hab sie mir schlimmer vorgestellt. Warte, Fluff, du bist ja gerade oben, ne? Fluff! Mach mal sauber. Du kannst gleich schlafen gehen, keine Sorge. Das heißt, wirst du sauber machen erstmal. Es ist 0 Uhr, Fluff muss unbedingt schlafen. Ey, bei mir ist es ja jetzt nicht so schlimm, weil ich bin arbeitslos und ja. Jemanden einladen. Habe ich doch gerade eben gemacht. Und dann kann ich doch schlafen gehen. Da ist nämlich gerade fertig geworden. Sternzeichen fragen, ob das so wichtig ist. Machen wir nochmal ein Kompliment über das Aussehen. Das Wassermann. Okay. Ah, da sind wir. Freunde, Freunde. Er ist aber müde. Fragen wir mal, ob er das über Nacht bleiben möchte. Ich bin toll. Ja, du kannst gerne bei mir mitschlafen. Ich gehe jetzt bis mal hoch. Gut, dadurch, dass sie jetzt hier übernachtet, kannst du ja schlafen gehen. Nicht, dass sie mir hier komplett tot umfällt. Ich mache mir erstmal ein bisschen ein paar Pfannkuchen. Leg dich ruhig in mein Bett. Leg dich ruhig rein. Hat's mal Hunger? Ja, warte. Ich finde es sogar wirklich witzig, dass sie sich wirklich in mein Bett legt. Ja, ich gebe das schnell essen, gehe dann wahrscheinlich aufs Klo und dann gehe ich auch schlafen. Samtney haben wir ja gesichert, Smile wieder das Klo putzt. Entstopft, Entschuldigung. Okay, gut. Ich würde aber sagen, das war's erstmal hier von der Aufnahme. Was dann nächstes Mal passiert, seht ihr dann in der nächsten Aufnahme. Da trage ich nämlich wiederum. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.